Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit gibt es heute ein Cyberpunk Deutschland Special. Das Cyberpunk-Universum und unser Universum haben eine gemeinsame Vergangenheit. Erst in den 80ern begannen die Dinge anders zu laufen und die beiden Universen entwickelten sich in grundverschiedene Richtungen. Der Hauptanteil der Geschichte des Cyberpunk-Universums spielte in den Jahren 2020 bis 2023 und wie es ausschaut, befinden wir uns mit unserem Universum genau in diesem Zeitabschnitt. Wie es mit Deutschland heute in unserem Universum ausschaut, wissen die meisten oder glauben es zumindest. Aber wie es mit Deutschland im Cyberpunk-Universum steht, wissen nur die allerwenigsten. Deshalb habe ich mich bereits 2019 damit beschäftigt und einiges herausgefunden. Daraus sind dann zwei Videos entstanden, die aber damals eher einen Podcast-Charakter hatten. Diese beiden Videos habe ich zusammengefasst und überarbeitet, damit du eine Ahnung bekommst, wie sich Deutschland im Cyberpunk-Universum entwickelt hat. Beachte aber bitte, dass es sich hierbei um den Stand aus den 2020ern handelt. Das Deutschland 2077 könnte dramatisch davon abweichen oder eben auch nicht. Wir haben den 3. Oktober 2077. Wer fährt durch die Nacht in Night City und denkt an ihre Eltern und an ihre alte Heimat? New Cologne in Good Old Germany. Gedankenversunken zippt sie durch die Radiokanäle, bis sie eine sehr bekannte Melodie aus ihren Gedanken reißt. Um die aktuelle Situation zu verstehen, müssen wir zunächst einige Jahre zurück in die Vergangenheit schauen. Wie auch in unserem Universum kam es 1957 zu einem Zusammenschluss europäischer Staaten zur Förderung der gemeinsamen Wirtschaftspolitik, die EWG. Die EWG wurde zunehmend einflussreicher und die beteiligten Staaten, darunter auch Deutschland, strebten schon bald eine deutlich engere Gemeinschaft an. Das passte den USA überhaupt nicht und so kam es zwischen 1990 und 1994 zu einem regelrechten Wirtschaftskrieg zwischen der USA und der EWG. Man nannte es den Leisen Krieg. Diese vier Jahre waren entscheidend für die Zukunft Deutschlands. Die EWG hatte überhaupt keine Lust, sich von der USA dominieren und unter Druck setzen zu lassen. Supermacht hin oder her. Also entschloss man sich dazu, das zentrale Machtinstrument der USA anzugreifen. Nein, Leute, wir reden hier nicht vom Militär, Atomraketen oder irgendwelchen anderen Waffensystemen. Es geht um den guten alten Dollar. Die EWG beschloss mit dem European Currency Unit eine eigene Währung einzuführen und fortan sämtlichen Handel mit der neuen Währung statt dem US-Dollar abzuwickeln. Zugleich wurden hammerharte Regeln für den Beitritt in die neu geschaffene Europäische Währungsunion festgelegt. Nur die finanziell stärksten Staaten konnten beitreten. Insgesamt waren es erstmal nur 4 Staaten. Einer davon war das finanzstärkste Land, Deutschland. Die 4 stärksten Ökonomien in Europa gaben nunmehr einen Scheiß auf den US-Dollar. Das war ein ziemlich herber Schlag gegen die bereits angeschlagene Wirtschaft der USA. 1994 kam es dann zum Zusammenbruch der US-dominierten Märkte und der US-Ökonomie. Der leise Krieg war damit auch am Ende. Amerika ging gerade so richtig den Bach hinunter, aber die EWG, mittlerweile zur Europäischen Gemeinschaft geworden, blieb durch ihr kluges Handeln von den Auswirkungen des Zusammenbruchs weitgehend verschont. Man muss sogar sagen, dass die Europäische Gemeinschaft von dem Zusammenbruch ziemlich profitiert hat. Neben dem finanziellen Aspekt der EG ist noch ein weiterer Faktor wichtig für Deutschland. Die EG hatte sich sehr früh dazu entschlossen, die Grenzen dicht zu machen, um unkontrollierte Einreisen möglichst zu unterbinden. Ihr wisst also jetzt, dass während fast alles zum Teufel ging, die Europäische Gemeinschaft relativ dazu eine ziemlich gute Position hatte. Darunter das finanziell mächtigste Land, Deutschland. Alles Sonnenschein? Nein, es gab auch Probleme. 1990 wurde Deutschland wieder vereinigt. Das war ziemlich cool, aber in seinen Nachwirkungen auch ziemlich teuer. Abseits der Kosten für die Wiedervereinigung hatte Deutschland ein großes Problem mit steigenden Sozial-, Kranken- und Rentenkosten.
Letztere vor allem durch die Überalterung der Gesellschaft hervorgerufen. Dazu kam eine hohe Arbeitslosigkeit und kurzsichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen, die im Nachhinein dafür sorgten, dass die Kosteneffizienz der deutschen Wirtschaft dramatisch einbrach. Massive Schulden waren die Folge. Deutschland war in ernsthaften Schwierigkeiten geraten und hätte es nicht bereits so viel Einfluss in der EG gehabt, wäre Deutschland wohl aufgrund der diversen Stabilitätsverletzungen aus der Währungsunion geworfen worden. Deutschland steckte bis zum Hals in der Kacke. Im Jahr 2000 suchte schließlich auch noch die Zombie-Krankheit Deutschland heim. Es handelte sich um eine ansteckende Erkrankung des zentralen Nervensystems, wodurch die erkrankten Menschen sich vor ihrem Tod ziemlich, naja, wie Zombies benahmen. Im Gegensatz zu den Untoten aus Filmen und Serien versuchten die erkrankten Menschen niemanden zu verspeisen, zum Glück. Die Gefahr, die von diesen Zombies ausging, war ihre Virulenz. Deutschland traf es extrem hart. 25% der deutschen Bevölkerung starb einen elenden Tod, bevor man endlich ein Heilmittel fand. Bisher war Deutschland mehr oder weniger von zwei Parteien geführt worden, aber eine neue Partei schickte sich an, das Ruder zu übernehmen. Die Neuen Liberalen. Es war eine Partei, die sich aus der Unzufriedenheit und der Krise gebildet hatte und mit ihrer nationalistischen Rhetorik den Nerv der Zeit traf. So war es dann auch nicht besonders überraschend, dass die Neuen Liberalen mit ihrem Slogan »Retter Europas, Tiegel des neuen Jahrtausends« letztendlich die entscheidenden Wahlen gewannen. Mit ihrem Vorsitzenden Volker Mohr kam ein richtiger Hardliner an die Macht, der vor allem die deutsche Identität auf seiner politischen Agenda hatte. Herr Mohr sorgte mit Deutschlands Einfluss in der EG dafür, dass das Konzept der Festung Europa umgesetzt wurde, wodurch die ohnehin schon recht dichten Grenzen unüberwindbar wurden. Man ließ nur noch Leute rein, die man auch benötigte, und das waren in der Regel Arbeitskräfte und sehr solvente Menschen. Die versprochenen Lösungen der neuen Liberalen führten in der Realpolitik zu keinem praktikablen Ergebnis. Mohr und seine Partei wurden daraufhin zunehmend radikaler. Totale Überwachung, totaler Scheiß, ihr wisst schon, was ich meine. Dadurch machte er sich glücklicherweise eine Menge Feinde und die Partei verlor massiv an Rückhalt. Das führte dazu, dass sich die Partei heillos zerstritt und am Ende verlor sie auch wieder die Macht. Nicht nur die neuen Liberalen waren überwunden, sondern auch, wie zuvor angesprochen, die Krankheit. Das Heilmittel wurde in Deutschland gefunden, ausgerechnet durch eine Firma, die sich mit der Entwicklung von Biowaffen beschäftigte. Biowaffenlabore oder auch Bioweapon Lab aus Neustrelitz. Das liegt übrigens in der ehemaligen DDR, also ich kann euch sagen, so eine Wiedervereinigung kann sich echt lohnen. Deutschland ging es jetzt wieder gut, natürlich dank des neuen Heilmittels und dessen Verkauf in die gesamte Welt. Zudem waren unter den 25% eine ganze Menge alte und kranker Menschen, die nun nicht mehr die Sozialsysteme belasteten. Die Arbeitslosigkeit sank auf einen Rekordwert von annähernd 0%. Die Krankheit hatte einen äußerst positiven Effekt auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands und so feierte Deutschland sein wirtschaftliches Comeback. Natürlich gibt es hier und da geistig Verwirrte, die glauben, dass die Krankheit nicht nur durch Bioweapon Lab geheilt, sondern auch geschaffen wurde. Diese verdammten Verschwörungstheoretiker. Im Osten hatte sich die alte UdSSR erledigt und so einige Probleme zu lösen. Die östlichen Staaten, wie zum Beispiel Polen, wandten sich dem Westen zu und Deutschland machte in und mit diesen Ländern hervorragende Geschäfte und manche wurden auch Teil der EG. Nebenbei, Mohrs Konzept der Festung Europa wurde beibehalten. Wahrscheinlich hatten es die neuen, alten Parteien in den kommenden Jahrzehnten einfach nicht geschafft, dieses rechte Konzept abzuschaffen. Naja, shit happens. Deutschland entwickelte sich zu dem industriellen und politischen Zentrum von Europa. Es wurde zur ökonomischen Supermacht und zur vorherrschenden Macht innerhalb der EG. Bismarcks Traum von Deutschlands Platz an der Sonne war auf jeden Fall gesichert. Nun wollen wir uns anschauen, wie es in Good Old Germany so läuft. Im Gegensatz zu den USA leben die meisten Menschen in Deutschland außerhalb der urbanen Zentren. Möglich ist das unter anderem aufgrund des exzellenten Transportsystems und des hervorragend ausgebauten Telekommunikationsnetzes. Die meisten Leute haben eine direkte Anbindung zu ihrem Büro, so dass sie einfach von zu Hause arbeiten können. Natürlich ist es auch hilfreich, wenn Krieg und Klimakatastrophen dein Land nicht zu einem gottverlassenen Ödland verwandeln.
Das bedeutet natürlich nicht, dass die Veränderung des Klimas vor der Festung Europa Halt gemacht hätte. Hamburg ist ein gutes Beispiel dafür. Zwischen 1997 und 2000 wurde Hamburg mehrmals massiv überflutet. Es war absehbar, dass die Stadt bald regelrecht untergehen würde. Viele verließen Hamburg und die, die blieben, sahen sich im Jahr 2000 dann auch noch mit der Krankheit konfrontiert. Bald lebten in Hamburg nur noch sehr wenige Menschen. Die Stadt wäre richtig am Arsch, wäre nicht der Konzern IBM gewesen. IBM hatte seinen Hauptsitz in Hamburg und sah in der entvölkerten Stadt eine prima Gelegenheit. Also fasste man bei IBM einen verwegenen Plan. Nach und nach und Stück für Stück kaufte man Hamburg auf. Zu absoluten Ramschpreisen. Wer wollte schon in einer Stadt leben, die sprichwörtlich dem Untergang geweiht war? IBM dachte jedoch weiter. Hamburg sollte eine Enklave für das Business werden. Frei vom politischen Einfluss und vor allem frei von Steuern. 2005 trugen IBMs Anstrengungen Früchte. Ulf Grünwald, einer der führenden Manager von IBM, proklamierte die Unabhängigkeit von Hamburg als freier Stadtstaat innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Die verbliebenen Bürger erhielten neue Pässe, schöne Jobs und jeglicher Widerstand wurde mit haufenweise Geld erstickt. Im selben Jahr begann der Bau der Hamburger Mauer. Es war nicht wirklich eine Mauer, sondern eher ein gigantischer Damm, der fast 50% des Hamburger Raums umschloss. Inmitten der Mauer errichtete IBM die größte Arkologie in Europa, ein wahres Labyrinth aus Wohngebieten, Kraftwerken, Büros, Geschäften, Erholungsgebieten und Industriekomplexe. Es ist eine kontrollierte, freie Stadt. IBM setzte die Standards für alle Angestellte wie Mindestlöhne und gewisse Sozialleistungen. Das schmälert zwar den eigenen Gewinn, und hier sind die Konzerne stets sehr sensibel, aber man hatte gute Gründe dafür. Zum einen ist es einfach gute PR. Zum anderen hatte es ökonomische Gründe. Durch die Mindestlöhne zum Beispiel sorgte man dafür, dass genügend Geld in den Wirtschaftskreislauf floss. Die Menschen in IBMs Hamburg sind freie Bürger, die tun und lassen können, was immer sie wollen, solange es nicht die Geschäfte stört. Das gleiche gilt für andere Firmen. Solange sie IBM freundlich gesinnt sind, ist alles okay. Aber wehe, jemand schießt quer. Gehen wir zur Hauptstadt. Seit dem Jahr 2000 ist das Berlin. Die Sicherheit innerhalb des inneren Stadtgebiets ist enorm. Nur ein total schwachsinniger Geisteskranker würde dort irgendeine illegale Nummer versuchen. Die Stadt ist voll von Politikern, Lobbyisten und Beamten. Naja, und extrem viel Sicherheitspersonal. Die alten Szeneviertel sind schon längst keine mehr. Steigende Mieten und Druck durch die wichtigen Gruppen, also Politiker, Lobbyisten und Beamte, sorgten dafür, dass eben jene nun dort auch wohnten und lebten. Alles ist nun ordentlich, sauber und ruhig. Ja, ruhig musste es für die Herrschaften sein. Die Menschen mit den niedrigen Einkommen wurden in die äußeren Vororte gedrängt. Die Horden von Politiker, Lobbyisten und Beamten raubte der Stadt eine ganze Menge an Charme und Stil. Neben den klassischen Konzerthäusern überlebten nur einige wenige Kabaretts die Trockenheit der Ministerien und Ämter. Die Jugendkultur, für die Berlin bekannt war, hatte sich in die Vororte Berlins oder in ganz andere Städte wie zum Beispiel Chemnitz verzogen. Aber es gibt noch eine andere Seite von Berlin. Im Gebiet des ehemaligen Ostberlins kaufen große Konzerne Grundstücke, um sich ein Stück von Berlin zu sichern. Daimler und Sony haben bereits am Potsdamer Platz gebaut. Moderne Geschäftsräume und Büros, aber auch Wohnungen und Erholungsbereiche für Angestellte und generell alle, die über das nötige Einkommen verfügen. Das zuvor erwähnte Chemnitz ist vor allem für zwei Dinge bekannt. Nummer 1. Für die gigantischen Fabrikanlagen von IEC, Stein und Wassermann und IBM. Nummer 2. Für die benachbarten Ghettos. Die Ghettos sind einmalig für Deutschland. Die Polizei hat schon vor langer Zeit kapituliert. Dort wird ein Scheiß kontrolliert. Regelmäßig kommt es in den Ghettos zu Randalen und ethischen Auseinandersetzungen. Zwischen wem? Zwischen einfach jeden. Besonders leidenschaftlich geht es zwischen den rechten und linken Extremisten ab, die in den Ghettos so eine Art perfekten Prügelplatz gefunden haben. Menschen mit politisch inkorrekten Ansichten landen ebenso in Chemnitz, genauso wie Punks und Mitglieder diverser alternativen Szenen. So entstanden in den Seitenstraßen jede Menge Theater, Szenecafés und eine Menge Kneipen. Das Nachtleben in Chemnitz ist ein wahres Erlebnis. Man spricht sogar vom heißesten Nachtleben in ganz Deutschland. Mittlerweile zieht es auch Abenteuerlustige und Rockstar in die Ghettos, einfach um die Freiheit zu kosten und oder sich inspirieren zu lassen.
Köln-Dortmund-Ballungsraum, kurz KDB. Man kann nicht sagen, wo die eine Stadt beginnt oder aufhört. Gefühlt ist es wie eine riesige Stadt mit riesigen Fabrik- und Fertigungsanlagen für allerhand Hightech- und Chemieprodukte. Die wichtigste Industriezone Deutschlands. Heimat von Konzernen wie Rheinmetall oder Übermensch Kybernetics. Geführt werden die Anlagen durch Deutsche. Die Arbeiter allerdings stammen vorwiegend aus der Türkei und leben bereits in der dritten Generation hier und machen einen signifikanten Anteil der in KDB lebenden Bevölkerung aus. Bedauerlicherweise haben die Türken ihren Konflikt mit den Kurden mitgebracht, so dass es schon bald zu diversen Anschlägen kam. Der BND hat in beide Richtungen ordentlich ausgeteilt, so dass der Kampf nun nicht mehr öffentlich, sondern mit deutlich mehr Zurückhaltung ausgetragen wird. Offenbar kann jeder gut damit leben. Für Netrunner ist KDB ein lohnendes Gebiet. Es gibt eine Menge Hightech-Daten, die man sich unter den Nagel reißen und für reichlich Eddies verkaufen könnte. Und Solos sind hier auch gern unterwegs. Entweder im Auftrag der Türken oder der Kurden. Je nachdem, wer gerade besser zahlt. Wie heißt es so schön? Nicht der Auftraggeber sichert die Loyalität, sondern die Bugs. Der nächste Stopp ist Frankfurt. Nach London die Nummer 2, was die Konzentration an Bankhäusern angeht. Hier befinden sich die Wolkenkratzer von der Weltgeschäftsbank, von Merrill, Asukaga und Finch, sowie von Sumitomo und einem Dutzend anderer nationaler und internationaler Konsortien. Frankfurt umfasst die Städte von Frankfurt City, Offenbach und einige andere Städte in dem Gebiet sowie den internationalen Flughafen, der im Grunde selbst eine Stadt ist. Frankfurt Flughafen wird von der Flughafen AG geführt, kurz FAG. Das größte Problem der FAG war mangelnder Platz. Darum begann die FAG 2011 einfach alles Land um den Flughafen herum aufzukaufen. Geld spielte überhaupt gar keine Rolle. Wer sich dennoch weigerte? Nun, es gab andere Wege. Natürlich brachte das Menschenrechtsgruppen auf den Plan und es gab reichlich Demonstrationen. Das Ganze lief dann etwas aus dem Ruder und am Ende gab es sogar einige Todesfälle. Aufgehalten wurde aber nichts, nada. Trotzdem investierte die FAG sicherheitshalber in ein Raketenabwehrsystem, nur zur Sicherheit, falls einige Aktivisten durchdrehen. 2020 war der Frankfurter Flughafen der wichtigste Zugang nach Deutschland. Mit einem Passagiervolumen von über 55 Millionen und einem enormen Frachtaufkommen ist er einer der wichtigsten Standorte für den weltweiten Handel. Über 100.000 Menschen arbeiten im und um den Flughafen herum direkt oder indirekt für die FAG. Die FAG ist einer der Konzerne, mit dem sich kein anderer deutscher Konzern jemals anlegen würde. Durch die Kontrolle des größten und wichtigsten Flughafens Deutschlands kontrolliert die FAG auch den Warentransfer und kann diesen entweder verzögern oder sogar komplett stoppen. Das kann äußerst teuer werden. Schmuggel ist ein großes Problem, nur nicht in Frankfurt. FAG ist selbst der größte regionale Importeur von Schmuggelware. Geschmuggelt wird alles, was Geld bringt, außer schmutzige Drogen. Das Ganze läuft natürlich in Abstimmung mit dem Bundesgrenzschutz ab. Der BGS kümmert sich nur um die kleinen Fische und schiebt alles, was nützlich ist, der FAG zu. Die Schmuggelware wird dann einfach umdeklariert und dann an das Offenbacher Syndikat geliefert. Das Syndikat darf man sich eher als Distributor vorstellen, der hochqualitative Waren an Geschäftsleute verkauft. Natürlich auch in Abstimmung mit den örtlichen Behörden. Bei diesem Deal gewinnen einfach alle. Für die FAG ist es ein fabelhaftes Nebengeschäft. Das Syndikat lebt davon, die Stadt und Behörden erhalten ordentlichen Spenden, die dann in beste Ausrüstung und Hardware für die Sicherheitskräfte, darunter auch dem BGS, fließen. Und der Bürger? Nun, der bekommt keine schmutzigen Drogen in die Finger. Eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation, würde ich sagen. Gehen wir ein wenig weiter nach München. München ist der Ort, wo Konzerneliten und die Oberschicht gern shoppen gehen, bevor es in den wohlverdienten Urlaub in die Alpen geht. Ist man wichtig oder reich genug oder beides, dann findet man in München alles, wonach man sich sehnt. Kilometerlange Einkaufsstraßen, saubere Luft und eine wohlige Sicherheit. Selbst tief in der Nacht kann man völlig betrunken durch die Stadt spazieren, ohne befürchten zu müssen, überfallen zu werden. Irgendwie gruselig, ich weiß. Damit das so bleibt, geht die bayerische Regierung extreme Wege. Die Sicherheitsmaßnahmen an der bayerischen Grenze haben psychotische Züge angenommen. Die kontrollieren und patrouillieren sogar die Grenzen zu den anliegenden deutschen Ländern, um dafür zu sorgen, dass keiner den Freistaat betritt, der nicht ausreichend verdient. Der es nicht verdient hat, also wegen illegal und so. Aber auch in Bayern ist nicht alles Sonnenschein. Hin und wieder kommt es zu Protesten und Ausschreitungen. Einige Bürger in Bayern meinen, dass die bayerische Regierung mit ihren teilweise repressiven Methoden nicht im Sinne der Bevölkerung handelt. Gehen wir wieder in den Norden. Dort liegt der Danziger Korridor.
Ein Landstreifen an der Ostseeküste, der bis nach Danzig reicht. Danzig oder auch Gdansk war zuvor eine polnische Stadt, die 2006 annektiert und unter die Verwaltung der Europäischen Gemeinschaft gestellt wurde. Der Umstand führte sporadisch immer mal wieder zu Unruhen unter der Bevölkerung. Kurzerhand wurde ein riesiger Truppenübungsplatz in dem Korridor errichtet, samt Truppen versteht sich. Seitdem halten sich die Unruhen deutlich in Grenzen. Deutschland ist grundsätzlich immer an guten Partnerschaften interessiert. Bleiben wir doch bei Polen, um zu verdeutlichen, wie so eine Partnerschaft im Kern aussieht. Zuvor muss ich euch jedoch noch eine entscheidende Information mitgeben. Die Stimmverteilung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft hängt nicht etwa von der Bevölkerungsgröße oder etwas Ähnlichem ab, sondern von der Höhe der Zahlungen eines Landes, die in den EG-Haushalt fließen. Da Deutschland mit Abstand der größte Zahler ist, hat Deutschland immer deutlich mehr Stimmen als alle anderen. Da sich kaum ein anderes Land mit Deutschland anlegen möchte, mal ausgenommen Frankreich, wird in der Regel genau das beschlossen, was Deutschland will. Also Danzig. Und alles abgelehnt, was Deutschland eben nicht will oder für nicht wichtig hält. Also das Interesse der Polen an Danzig. Kommen wir zurück zu Polen. Eben noch im Kommunismus unter der de facto Herrschaft der UdSSR war Polen nun frei und voll im Kapitalismus angekommen. Also investierten die Polen alles, was sie hatten, in die US-dominierten Märkte. Es wäre sicher alles anders gekommen, wären die Märkte dann nicht 1994 zusammengebrochen. Polen, kein Mitglied der EWG oder von sonst irgendwas, traf es so heftig, dass das Land in eine bittere Armut katapultiert wurde. Um 1999 herum wurde es zwar besser, aber böses Timing, dann kam 2000 die Krankheit auch nach Polen. Selbstverständlich lieferte Deutschland das Heilmittel nach Polen, natürlich nicht umsonst. Polen hatte zwar keine Währung mehr, die irgendeinen Wert hatte, aber Polen hatte ja noch das Land an sich. Also wurde mit Grund und Boden bezahlt. So vermittelte Deutschland einigen, vornehmlich deutschen Konzernen, wie zum Beispiel Porsche, interessante Grundstücke in Polen zum Bau ihrer Fabrik- und Herstellungsanlagen zu einem super günstigen Vermittlungspreis. Kostenlose Baugenehmigung inklusive. Mit den Fabrik- und Herstellungsanlagen schuf man zugleich dringend benötigte Arbeitsplätze in Polen. Natürlich wurden in puncto Arbeitssicherheit, Sauberkeit und Bezahlung nicht deutsche Standards zugrunde gelegt. Schließlich kann man aus Gründen des ordentlichen Wettbewerbs nicht einfach deutsche Standards im Ausland anwenden. Da Deutschland dringend Arbeitskräfte benötigte, wurde auch mit Polen ein Abkommen getroffen. Polnische Bürger mit einer bestimmten Qualifikation dürfen in Deutschland arbeiten. Das führte freilich dazu, dass Polen in bestimmten Bereichen eben diese Qualifikation nicht mehr zur Verfügung stand. Es darf davon ausgegangen werden, dass Deutschland unter der Hand oder vielleicht auch als Entwicklungshilfe getarnt einige Millionen an polnische Entscheidungsträger überwiesen hat, um mögliche Bedenken zu zerstreuen. Für eine solide Partnerschaft eben. Währenddessen lebt es sich in Deutschland sehr komfortabel. Die Deutschen sind nicht zuletzt deshalb stolz auf ihr Land. Aber um das klarzustellen, Deutschland ist kein nationalistisches Land. Schließlich haben die Wähler die neuen Liberalen aus dem Parlament gejagt. Die meisten Deutschen ist es auch völlig egal, welche Ethnie man angehört. Es geht vielmehr darum, ob du Mitglied im Club Deutschland bist. Für die Vorteile muss man eben dazugehören. Dann stehen einem zum Beispiel das Sozialsystem zur Verfügung, das für eine solide Absicherung sorgt. Es gibt sogar Urlaub. In manchen Ländern der Welt wissen die Menschen nicht mal im Ansatz, was das Wort bedeuten könnte. Und in Deutschland machen die Leute in der Regel gleich zweimal im Jahr Urlaub. Die meisten Deutschen ziehen es vor, ihren Urlaub lieber innerhalb der deutschen bzw. der Grenzen der Europäischen Gemeinschaft zu verbringen. Aber manche verbringen ihren Urlaub auch außerhalb der EG. Zum Beispiel in der USA. Dort allerdings eher in den Megacities wie LA Metroplex oder Night City. Die Freizeit verbringt man in Clubs, beim Fußballschauen oder in den zahlreichen Naherholungsgebieten. Jeden Freitag feiert die Jugend in speziellen Eventzonen ordentlich ab. Natürlich darf man nicht die Leidenschaft der Deutschen für das Automobil vergessen. Mit einem 990er Porsche ohne Geschwindigkeitslimit auf der Autobahn, ohne von der Polizei oder Banditen belästigt zu werden. Das ist die deutsche Freiheit. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht.
Jum, das soll's gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.